Arbeitslosenreport NRW: Hartz-IV-Empfänger verschulden sich beim Jobcenter. Mehr als jeder vierte erwerbsfähige Hartz-IV-Empfänger arbeitet und bleibt trotzdem auf Unterstützung angewiesen. Das ist nach Meinung der Wohlfahrtsverbände in Nordrhein-Westfalen die Kernaussage des aktuellen Arbeitslosenreports NRW. Während die Arbeitsagentur bei der Veröffentlichung der Novemberzahlen den Tiefstand bei der Arbeitslosigkeit hervorhebt, legen die Wohlfahrtsverbände ihren Schwerpunkt auf die genaue Analyse der Situation für Langzeitarbeitslose. Das Ergebnis: Die Zahl der Hartz-IV-Empfänger, die sich beim Jobcenter verschulden, steigt. Wurden im Jahresdurchschnitt 2012 noch monatlich rund 5.400 Darlehen von den Jobcentern gewährt, liegt die Zahl 2014 in NRW bereits über 6.200. Grund sind dringende Ausgaben, die nicht aus dem Regelsatz bestritten werden können. Die Wohlfahrtsverbände fordern daher nun von der Bundesregierung, den Regelsatz realistischer zu berechnen. Nur so könne die hohe Verschuldung vermieden werden. Probealarm. Stadt liefert erste Ergebnisse. Nachdem die Stadt gestern Morgen zum vierten Mal das Warnkonzept mit einem Sirenen-Probealarm getestet hat, gab es nun erste Rückmeldungen aus der Bevölkerung. 1000 Bürger meldeten sich über Call Duisburg. Die Meldungen fielen fast ausschließlich positiv aus. Lediglich 12 der 71 Sirenen gaben keinen Warnton ab. Bei 4 Sirenen erfolgten nicht alle 3 Auslösungen. Die restlichen 55 Sirenen liefen reibungslos. Die Auslösung der Sirenen wurde durch das neu installierte Monitoring-System überwacht. Die von der Stadt beauftragte Fachfirma hat sofort damit begonnen, die Gründe für die nicht erfolgten Alarme zu ermitteln. Die Stadt bittet außerdem um weitere Rückmeldungen zur Wahrnehmung der Sirenen aus der Bevölkerung. S-Bahn Rhein-Ruhr, Bahn gewinnt Instandhaltungsauftrag. Der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr hat nun von der DB Regio AG 48 S-Bahnen für den Betrieb der S-Bahn-Linien S1 und S4 ab Dezember 2019 gekauft. Es handelt sich dabei um die Fahrzeuge, die auf den Linien heutiger S-Bahn-Linien verkehren. Die DB Regio wird für mindestens 15 Jahre die Gebrauchtfahrzeuge instand halten, reparieren und permanent verfügbar halten. Der Entscheidung vorausgegangen ist ein europaweites Vergabeverfahren für die Beschaffung und Instandhaltung der Fahrzeuge. Die Fahrzeuge werden dem künftigen Betreiber der Linien für den Betrieb bereitgestellt. Bis Dezember 2019 erhalten die Fahrzeuge ein neues Design, was unter anderem neue Sitzpolster und verbesserte Fahrgastinformationen umfasst. Niedrige bis mittlere Ladendiebstahlquote in den meisten Ruhrgebietsstädten. In fast allen Großstädten der Metropole Ruhr können sich die Einzelhändler über überdurchschnittlich ehrliche Kunden freuen. Laut einer Erhebung des Online-Portals fashionlane.de waren 2014 die meisten Kommunen in Sachen Ladendiebstahl als sicher einzustufen. Das galt besonders für Mülheim und Moers, die zu den bundesweit sichersten Pflastern gehören. Duisburg liegt im Mittelfeld. Wenig Freude haben Einzelhändler hingegen in Dortmund. Die Stadt führt im vergangenen Jahr mit fast 1200 Diebstählen je 100.000 Einwohner das deutsche Ranking der Städte mit den höchsten Ladendiebstahlquoten an. Endspurt für die Steuererklärung 2011. Bis zum 31. Dezember 2015 muss die unterschriebene Steuererklärung beim Finanzamt sein. Das gilt für Steuerzahler, die nicht zur Abgabe einer Einkommensteuererklärung verpflichtet sind. Darauf weist nun der Bund der Steuerzahler hin. Nicht alle Steuerzahler müssen eine Einkommensteuererklärung abgeben. Angestellte Singles ohne weitere Einkünfte oder kinderlose Paare mit der Steuerklasse 4 brauchen meist keine Einkommensteuererklärung einreichen. Sie können aber freiwillig eine Steuererklärung abgeben und haben dafür 4 Jahre Zeit. Wer also mit einer Steuerrückzahlung rechnen kann, weil er zum Beispiel noch Aufwendungen für Kinderbetreuung, Handwerker oder hohe Werbungskosten geltend machen kann, hat noch bis zum 31. Dezember 2015 Zeit. Kommt es zu einer Nachzahlung zu Ungunsten des Steuerzahlers, kann der Antrag zurückgenommen werden. Verstärkte Alkoholkontrollen in der Vorweihnachtszeit. Der Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute warnt vor verstärkten Alkoholkontrollen in der Vorweihnachtszeit. Alkoholfahrten gefährden prinzipiell den Versicherungsschutz, so ein Sprecher des BVK. Kommt es unter Alkoholeinfluss durch Eigenverschulden zu einem Unfall, ist zwar die Haftpflichtversicherung für den Fremdschaden zuständig. Die Kaskoversicherung kann jedoch ihren Versicherungsschutz erheblich einschränken oder bei grobem Vorsatz sogar ganz kürzen, so der BVK.
Sonnig und heiter bei milden 16 Grad, so zeigte sich heute das Wetter über Duisburg. Der Freitag präsentiert sich meist wolkig, die Sonne lässt sich nur ganz selten blicken, die Werte liegen bei 10 bis 13 Grad. Auch das Wochenende zeigt sich meist wolkig, bei milden 9 bis 14 Grad ist mit Regen aber nicht zu rechnen. Am Sonntag lockern die Wolken dann auf, die Sonne lässt sich häufiger blicken, die Temperaturen erreichen 10 bis 14 Grad. Autofahrer, aufgepasst, nehmen Sie den Fuß vom Gas. Blitzer stehen morgen unter anderem auf der Koloniestraße in Neudorf Süd und auf der Realschulstraße im Dellviertel. Und Baustellen verhindern die Freifahrt. In Wehofen ist noch bis Sonntag der Verkehr auf der Fahnerstraße zwischen dem Fahner Krankenhaus und dem Spenzkamp gestört. Hier werden Fernwärmeleitungen verlegt. Fußgänger und Radfahrer können immer passieren. Und in Overbruch ist noch bis Ende des Jahres die Herzogstraße gesperrt. Hier geht die Kanalbaumaßnahme in die nächste Phase. Betroffen ist der Bereich zwischen auf dem Röttgen und der Kreuzung Herzog-, Stein- und Oswaldstraße. Eine Umleitungsempfehlung ist ausgeschildert. Studio 47 wünscht allen Verkehrsteilnehmern eine sichere Fahrt.